Bitte schön, Herr Kollege Dr. Dürr. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir haben in diesem Hohen Hause schon sehr viele überflüssige Regierungserklärungen gehört. Aber der Inhalt Ihrer heutigen Regierungserklärung, Herr Minister Heubisch, hätte noch nicht einmal für eine Pressemitteilung gereicht. Sie haben nichts, aber auch gar nichts Neues und erst recht nichts Bedeutendes zu verkünden. Und genau das ist der Grund, warum Sie heute hier geredet haben. Sie hoffen, dass dann niemand merkt, dass Sie nichts zu sagen haben, dass Sie in 4 Jahren nichts gestaltet haben und dass Sie auch weiter nichts vorhaben. Deswegen reden Sie. Sie machen das ja ganz charmant, ja, und auf wirklich nette Weise sagen Sie nichts. Sie müssen doch selber merken, dass das nicht reicht. Ja. Jetzt fragen Sie sich sicher treuherzig, was Sie sonst hätten tun können heute. Ja. Zum Beispiel, statt nichts zu erklären, hätten Sie handeln können. Sie hätten zusammen mit dem Wirtschaftsminister endlich den Kulturwirtschaftsbericht vorlegen können. Der ist seit 3 Jahren überfällig. Das wäre ein guter Moment gewesen, das zu tun. Sie hätten auch in eigener Zuständigkeit ein Landesentwicklungskonzept Kultur vorlegen können. Ich finde es ja lustig, dass Sie heute allen Forderungen, ich zitiere, nach einem Landeskulturplan mit allem Nachdruck widersprechen. Das haben Sie heute gesagt, allen Forderungen. Finde ich super, weil es eine alte FDP-Forderung ist. Super, wie Sie sich selber widersprechen. Das haben Sie vor ein paar Jahren noch selber gefordert. Lustig ist auch, dass Sie sagen, wir brauchen keine toten Papiere. Da frage ich mich, warum Sie vor 2 Jahren diese Leitlinien bayerischer Kulturpolitik vorgelegt haben. Töter geht kaum. Heute berufen Sie sich angeblich, also auf Ihre angeblich klaren Leitlinien, bleiben aber inhaltlich jede Ausführung schuldig. Wenigstens das hätten Sie in Ihrer Regierungsverklärung heute darlegen können, warum Sie eigentlich Kulturpolitik machen. Oder Sie hätten im Hinblick auf die Haushaltsberatungen nächste Woche nachbessern können, zum Beispiel bei den Museen, Archiven, der Hilfe zur Selbsthilfe für Künstlerinnen und Künstler, da hätten Sie wahnsinnig viel tun können. Oder Sie hätten erklären können, dass Sie den Kulturfonds künftig ausschöpfen und nicht wieder, wie alle Jahre zuvor, die Hälfte einsparen. Sie hätten auch, statt zum x-ten Mal unverbindlich und vorlaut über einen neuen Konzertsaal in München zu labern, endlich handeln und die Voraussetzungen schaffen können. Wie Sie in Sachen Konzertsaal vorgehen, ist beispielhaft für Ihre dilettantische und unprofessionelle Art, Politik zu machen, Herr Minister. Sie gackern permanent über ungelegte Eier, reden lieber mit den Medien statt mit den Betroffenen und Sie haben noch keinen einzigen Schritt getan, um wirklich was voranzubringen. Wir sind auf demselben Stand wie vor Jahren, keinen Schritt weiter. Aber Sie haben schon Jahre jetzt geredet. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sie haben in den letzten Jahren alle übergangen, auf die Sie doch am Ende angewiesen sind. Allen voran die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker im Landtag. Und dann stellen Sie sich heute hin und tönen großartig von einer neuen Politikkultur in der Kulturpolitik. Ja, da bin ich ja platt. Diese Politikkultur, sagen Sie, sei geprägt von Freiheit und Offenheit, von Mitverantwortung und Subsidiarität, von Partizipation. Ja, meinen Sie, das ist die richtige Beschreibung dafür, dass Sie dem Landtag über Jahre hinweg einen Bericht und die Aussprache vorenthalten haben, trotz Landtagsbeschluss? Meinen Sie, Subsidiarität und Partizipation seien die richtigen Begriffe dafür, dass Sie die Machbarkeitsstudie zweckentfremdet aus den Mitteln des Deutschen Museums finanzieren, also Kultur aus Forschungsmitteln, und das auch noch vor dem Hintergrund, dass es dort bisher vehementen Widerstand gegen Ihre Pläne gibt? Halten Sie sowas für Partizipation? Also, Herr Minister, ich habe es Ihnen schon mal gesagt und ich sage es Ihnen wieder und ich sage es Ihnen vermutlich wieder vergeblich, Sie pfuschen so lange rum, bis Sie auch den Gutwilligsten vergrätzt haben. Ich bin vergrätzt und ich weiß nicht, wer noch gutwillig sein kann in diesem Haus. Um es deutlich zu sagen, wir Grünen setzen uns dafür ein, dass das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks als Orchester von Weltrang
erhalten bleibt. Das ist unser Ziel. Und das geht nur, wenn dieses Orchester in einem eigenen Konzertsaal Belegungsrechte bekommt. Hören Sie doch zu, wenn Sie schon keine Ahnung haben. Keine Ahnung, aber mitschnobben. Hören Sie einfach mal zu. Ich habe Sie auch schon öfter darauf hingewiesen, eine sachgerechte Entscheidung über Konzertsaal ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Und wir haben schon mehrfach versucht, wir Grünen, diese Voraussetzungen zu schaffen, sie einzulösen. Aber die Staatsregierung blockiert nur, mauert, tut nichts, um ihre Ankündigungen auch umzusetzen. Jetzt hat unsere Kritik und unsere Forderungen erfreulicherweise auch der Vorsitzende des Kulturausschusses geteilt, der Oliver Jörg. Lieber Oliver, du bist gerade in Unterhaltung, verstehe ich, ja. Aber ich muss sagen, du hast eindeutig schon besser geredet als heute, nämlich zum Beispiel der Mainpost gegenüber. Ja, Anfang März hast du der Mainpost Verschiedenes erklärt und das finde ich so super, dass ich das heute ausführlich zitieren werde, weil das kann von mir sein. Zum Konzertsaalprojekt hat der Oliver Jörg erklärt, ich zitiere, solch ein Vorhaben muss in jedem Fall eingebettet sein in ein kulturpolitisches Gesamtkonzept, das sowohl die Kultur in den Regionen wie auch die sogenannten Leuchttürme umfasst. Und weiter, ich will, dass wir zunächst eine offene Grundsatzdebatte führen. Und ich bin sicher, ohne ein nachhaltiges Kulturkonzept für ganz Bayern wird es mit der Landtags-CSU keine Isar-Philharmonie geben. Finde ich einen super Satz, stehe voll dahinter, aber mit dem nachhaltigen Kulturkonzept kannst du nicht wirklich das meinen, diese paar dünnen Seitenpapier, mit denen die Staatsregierung diese Tage hausieren geht, oder? Das kann es doch wirklich nicht sein, da muss doch noch was kommen. Aus unserer Sicht, und ich denke, lieber Oliver Jörg, da sind wir uns einig, müssen wir, und zwar nicht nur wegen des Konzertsaals, zwei Grundsatzfragen endlich klären. Nämlich erstens müssen wir uns miteinander über kulturpolitisches Entwicklungskonzept für ganz Bayern verständigen. Und zweitens brauchen wir einen Realisierungs- und Finanzierungsplan des bereits absehbaren Investitions- und Sanierungsbedarfs in der Kultur in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Das hört sich beides recht kompliziert an, aber es geht schlicht und einfach um gemeinsame Antworten auf zwei Fragen. Was sind unsere kulturpolitischen Aufgaben in Bayern? Wie können wir sie finanzieren? Darauf müssen wir uns endlich verständigen, bevor hier weiter große Töne gespuckt werden, muss das klar sein. Wir haben in den letzten 4 Jahren als Grüne immer wieder darauf gedrängt, diese zwei Fragen zu klären. Wir haben eine Interpellation zur Lage der Museen eingebracht, eine zur Lage der Künstlerinnen und Künstler in Bayern. 2009 hat der Landtag auf unseren Antrag hin die Staatsregierung aufgefordert, den Kulturwirtschaftsbericht vorzulegen, auf den wir immer noch warten. Wir Grünen haben auch den Investitionsstau im Kulturbereich aufgedeckt. Wir waren das, die vor über einem Jahr herausgearbeitet haben, dass allein im Bereich Museen und Archive ein Sanierungs- und Investitionsstau von mehreren Milliarden besteht. Auf diesen Investitionsstau wurde in der letzten Zeit auch von anderen mit Recht immer wieder hingewiesen, von Medien, den Kolleginnen im Landtag oder von Ihnen, Herr Minister. Erstaunlicherweise wird der Bedarf jedes Mal, wenn er wieder auftaucht, wieder geschrumpft. Verstehe ich nicht. Da war mal von 500 Millionen die Rede, dann von 700 Millionen. Sie haben heute von 850 Millionen geredet. Deswegen will ich nochmal mit Nachdruck darauf hinweisen, den staatlichen Kulturinstitutionen fehlen mehrere Milliarden und die nichtstaatlichen haben ebenfalls einen erheblichen Investitionsbedarf von etlichen 100 Millionen. Und durch Kleinreden wird das Problem nicht wirklich kleiner. Wenn die Regierungserklärung heute auch nicht viel bringt, immerhin bietet sie, das hat der Kollege Piazzolo ja auch schon angesprochen, die Gelegenheit, mal über Kulturpolitik grundsätzlich zu reden. Eine solche Debatte ist ja auch überfällig, weil inzwischen eigentlich für jeden klar sein muss, dass es auch in der Kulturpolitik nicht einfach ein Weiter-so geben kann. Die Landespolitik gerät von verschiedenen Seiten unter Druck. Vor allem finanziell ist längst nicht mehr zu leugnen, dass der Spielraum für Kulturpolitik in Bayern, aber auch in allen anderen Bundesländern und auch in den Kommunen jedes Jahr geringer wird. Das ist einfach wie ein Naturgesetz.
Dringend notwendige Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in Milliardenhöhe werden jedes Jahr geschoben. Und auch die laufenden Kosten, vor allem da, wo die Personalquote hoch ist, steigen jedes Jahr schneller als das Budget. Das muss ich mir doch mal anschauen. Da muss ich mir doch überlegen, was da passieren soll. Und da muss ich doch mit Verlaub, Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, da muss ich doch auch sagen, die sogenannte zweite Säule des sogenannten Kulturkonzepts, das ist da nichts als ein Kampf gegen Windmühlen. Sie geben zwar einzelnen Institutionen ausnahmsweise mal einen Inflationsausgleich und ausnahmsweise mal einen Ausgleich für Tariferhöhungen, aber das geschieht ziemlich willkürlich. Der Kollege Piazzolla hat schon vermutet, nach welchem Prinzip, nach dem Zufallsprinzip oder nach einem anderen Prinzip. Aber alle anderen, und das ist der Regelfall, bekommen keinen Ausgleich, die bekommen nichts. Da können Sie zwar die Not Einzelner mindern, aber grundsätzlich können Sie doch auf diese Weise nichts ändern. Wenn ich mir dann konkret anschaue, was Sie da alles nachgebessert haben, freut es mich ja. Ich nehme das auch als Anerkennung für die Arbeit, die wir Grünen in den letzten Jahren geleistet haben, dass Sie so viele grüne Vorschläge aufgreifen. Von der Digitalisierung in Bibliotheken und Archiven, über Museumspädagogik bis zum Obersalzberg und den Zweigmuseen. Das sind alles gute grüne Forderungen, die Sie wenigstens ein bisschen jetzt umsetzen. Ich habe mit der Interpellation 2.9 und dem umfangreichen Antragspaket im letzten Jahr versucht, die Lage der Museen zu verbessern. Und ich bin froh, dass es zumindest nicht ganz umsonst war. Ich habe damals auch argumentiert, dass es wenig Sinn hat, beständig neue Museen zu eröffnen, wenn Staat und Kommunen noch nicht mal die vorhandenen unterhalten können. Und dieses Kulturkonzept oder dieses sogenannte Kulturkonzept nehme ich natürlich als späte Bestätigung, als Eingeständnis, dass es tatsächlich so ist. Und jüngst hat auch der Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Bayerischer Kulturbesitz, erklärt, ich zitiere, es sei legitim danach zu fragen, ob immer neue Museen gebaut werden müssen, wenn sich die bestehenden selbst kaum tragen können. Aber, das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, es ist kein Problem allein der Museen, das betrifft den ganzen Kulturbereich. Der Anteil gebundener Mittel in den Kulturhaushalten ist heute schon extrem hoch. Land und Kommunen haben kaum frei verfügbare Mittel. Das trifft den Kulturhaushalt noch mehr als den Etat insgesamt. Und der Trend wird sich verschärfen, egal wer regiert. Deshalb müssen wir uns gemeinsam darauf verständigen, welche kulturellen Aufgaben der Freistaat übernimmt und welche nicht. Oder wir müssen wenigstens gemeinsam mal eine Diskussion darüber beginnen. Wir können das ja dann unterschiedlich entscheiden. Aber anfangen, darüber zu reden miteinander, das ist doch nur vernünftig. Wir sollten uns überlegen, und zwar zusammen, wie wir mehr Gestaltungsspielraum zurückgewinnen können. Und es geht natürlich nicht ohne Gestaltungsanspruch. Und den gibt's nicht beim Minister, leider nicht. Da können wir von ihm und seinem Ministerium leider keine Unterstützung erwarten, weil sowas hat er nicht. Bereits am Beginn der Legislatur hat der Landtag auf unseren Antrag hin die Staatsregierung aufgefordert, Leitlinien ihrer Kulturpolitik vorzulegen. Wir wollten damit eine breite Debatte anstoßen, aber bis heute verweigert sich die Staatsregierung. Immerhin hat sich der Kulturausschuss damit befasst und auch eine Anhörung durchgeführt auf unsere Anregung hin zu den Leitlinien. Und diese Anhörung war eine schallende Ohrfeige für den Minister und das Ministerium. Aber ich fürchte, die haben das noch nicht einmal gemerkt. Die sind so harthörig, dass sie das nicht mal mitbekommen haben, wie stark sie da abgefotzt wurden. Ich möchte nur ein paar Expertenaussagen zitieren, weil sich im Prinzip alle einig waren. Mehrere haben gesagt, die Leitlinien seien sehr rückwärtsorientiert. Ihr Blickwinkel sei eingeengt. Ein anderer, das Kunstministerium sei vor 20 Jahren sehr fortschrittlich gewesen. Leider haben wir den Anschluss wieder verloren, hieß es dann. Und das für die Staatsregierung blamable, einhellige Resümee lautete, Bayern ist besser als das, was in den Leitlinien steht. Das muss man erst mal hinbringen. Aber selbst diese erhebliche Kritik auch aus den Reihen der von CSU und FDP benannten Expertinnen und Experten hat den Minister nicht zum Umdenken bewegen können. Das hat die Posse um das Dürrer Selbstbildnis leider überdeutlich gezeigt. Der Münchner Minister und sein zentralistischer Apparat
sind in Fragen regionaler Identität von einer derartigen Insensibilität, dass es schon körperlich wehtut. Umso erfreulicher aus unserer Sicht, dass inzwischen Kulturpolitiker aus allen Fraktionen nicht mehr alles kritiklos hinnehmen. Der Vorsitzende des Kulturausschusses, der Kollege Jörg, sitzt da hinten, hat sich in dem schon zitierten Interview mit der Mainpost unmissverständlich geäußert. Ich zitiere: Erwarte vom Minister, dass eine breite Diskussion anstößt, wohin sich die Kulturpolitik in Bayern entwickeln soll. Der Minister sollte Ansatzpunkte liefern, damit wir eine breite Debatte mit Kunstschaffenden, Kulturbegeisterten, mit den Trägern von Kultureinrichtungen und vielen anderen Gruppen beginnen können. Das könnte alles von mir sein, wie gesagt, stand aber in der Mainpost am 2. März. Kultur kann man nicht verordnen, Kultur wächst im Dialog, sagt Oliver Jörg. Danke, Oliver. Und weiter, es geht immer noch weiter, weil es war ein langes Interview, ein schönes Interview. Wenn wir diese Diskussion ernsthaft führen können, dann hat die Kultur in Bayern schon gewonnen. Dann wird nämlich klar, wie vielfältig Bayerns Kulturlandschaft ist. Und die Förderpolitik wird sich fragen müssen, ob wir mit den bisherigen Vorgaben dieser Vielfalt wirklich gerecht werden können. Das sind Fragen, die sich natürlich vor allem die Regierung stellen muss. Ich zitiere es deswegen so ausführlich, weil ich hoffe, dass wir auf dieser Basis, auf dieser gemeinsamen Basis im Ausschuss arbeiten können. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, noch den Minister aufzufordern, mit uns Parlamentariern und den Kulturschaffenden in ganz Bayern in diese Debatte einzutreten, wie ein Kulturkonzept aussehen soll. Aber wir Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker sollten uns das für das nächste halbe Jahr, das uns in dieser Legislatur noch bleibt, ernsthaft vornehmen, dass wir ernsthaft hier eine offene Debatte in Gang bringen. Und wir Grünen haben ja auch schon einige Vorschläge dazu unterbreitet. Ich habe schon über die Notwendigkeit einer soliden, verlässlichen Kulturfinanzierung gesprochen. Wir haben uns im Ausschuss darauf verständigt, dass wir im Februar eine gründliche Bestandsaufnahme vornehmen und den Sanierungs- und Modernisierungsbedarf im Bereich des Ministeriums erheben. Dann werden wir ja sehen, was noch für Spielraum bleibt und wie wir das hinkriegen. Außerdem haben wir Grünen angeregt, dass wir eine Anhörung durchführen zu Modellen regionaler Kulturförderung. Ich denke da vor allem an das Kulturraumgesetz Sachsen, da habe ich selber schon ein Fachgespräch dazu gemacht, aber auch das Kulturfördergesetz von Nordrhein-Westfalen, finde ich, sollten wir uns mal genauer anschauen. Das sächsische Modell scheint mir ein sehr chancenreiches Instrument, gerade für den ländlichen Raum zu sein. Da gibt der Staat, was unglaublich ist, aber wahr, Macht, Geld und Identifikationspotenzial ab an den ländlichen Raum. Das heißt, so viel Geld hatte noch keine Region zur Disposition und die hat dann tatsächlich was zu entscheiden. Das stärkt wirklich das regionale Selbstbewusstsein. Das sollten wir uns wirklich genau anschauen, weil so eine Kompetenzverlagerung in die Region dem Zentralstaat entgegenwirkt und gerade strukturschwache Räume stärken kann. Da gibt es natürlich Schwierigkeiten, aber das sollte uns nicht davon abhalten, das genau zu prüfen und vielleicht sogar einen Modellversuch in einer Region in Bayern auf den Weg zu bringen. Neben der Finanzierung müssen wir uns verstärkt auch um die Wertschätzung der regionalen Vielfalt kümmern. Auch das ist schon angesprochen worden, es ist eine besondere Stärke Bayerns. Unsere Bevölkerung identifiziert sich in einem sehr hohen Maß mit unserem Land, aus gutem Grund, seine Kulturlandschaften mit der Region und dem Ort, an dem sie lebt. Bayern ist ihre Heimat, Bayern ist unsere Heimat. Franken gehört bis jetzt immer nur zu Bayern und darum nehme ich an, dass auch Franken für die Franken die Heimat ist. Ja. Wenn es einmal nicht mehr zu Bayern gehört, was ich nicht hoffen will, ja, dann könnt ihr dann für euch reden. Diese starke Identifikation spiegelt sich auch in einem regen Kulturleben. In allen Regionen gibt es das und es gibt überall auch international herausragende Kultureinrichtungen. Der kulturelle Reichtum Bayerns beruht nicht nur auf einer Vielzahl schwäbischer, ober- und niederbayerischer, oberpfälzer oder fränkischer Kulturen, sondern auch auf einem jahrhundertelangen Zustrom von Eingewanderten. Ganz wichtig, aber meist vernachlässigt, ist, es gibt bei uns eine Tradition einer kritischen Auseinandersetzung mit der Tradition. Die hat schon eine sehr lange Tradition. Und in dieser Tradition, da stehen wir Grünen und auf die sind wir auch stolz.
Das Fortleben alter Traditionen verbunden mit einer neuen politischen und kulturellen Offenheit ist spezifisch für unser Land. Gerade in der vermeintlichen Provinz ist Bayern heute oft europäische Spitze, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Kultur. Und Provinz ist für mich als Provinzpolitiker eben kein Schimpfwort. Provinziell zu sein heißt eben heute, es gibt es natürlich auch, aber in der Regel heißt es nicht, borniert zu sein. Wer sich der Beschränktheit der eigenen Perspektive bewusst ist, und die haben wir im Prinzip alle, der weiß auch, wie sehr Kunst und Kultur braucht, um andere Perspektiven kennenzulernen und nicht in der eigenen zu versauern. Ich will, weil die Zeit zwar beim Zuhören lang wird, aber beim Reden dann doch knapp, nur noch über drei in Bayern leider vernachlässigte kulturpolitische Aspekte reden, nämlich über kulturelle Bildung für alle, über kulturelles Gedächtnis, das die feudale Herkunft überwindet, und die Bedeutung der Kulturwirtschaft. Kultur besteht aus einer Vielzahl von Symbolsprachen. Mit ihnen eignen wir uns die vorstrukturierte Welt an, strukturieren sie nach bestimmten Mustern neu und verorten uns in ihr. Sie ist eine subjektbezogene Ordnung der Welt, aus der Perspektive von Individuen, von Gruppen, mit Selbst- und Fremddefinition. Und die Aufgabe kultureller Bildung ist es deshalb, Kenntnis und Erwerb möglichst vieler Symbolsprachen zu vermitteln. Kulturelle Bildung ist Sprachvermittlung. Statt die soziale Abschottung kulturell zu legitimieren, muss sie interkulturelle Kompetenz im übertragenen Sinne fördern, nämlich die Verständigung in einer auch kulturell diversifizierten Gesellschaft. Das ist die entscheidende Aufgabe der kulturellen Bildung. Und weil Kultur auch dazu da ist, dass man sich in der eigenen Umgebung wohl und heimisch fühlt, ist es so wichtig, dass auch die andere Seite von Kultur und Kunst zu ihrem Recht kommt, nämlich die offene, die fragende Seite. Kultur und insbesondere Kunst fragen, wo und warum wir uns gleichzeitig unwohl fühlen. Und sorgt dafür, dass wir uns es in einer unbequemen Lage nicht bequem machen. Dann vermeiden wir Kitsch, darum vermeiden wir Billiges. Deswegen brauchen wir auch diese Seite von Kunst und Kultur. Es geht also immer um Identität und um Infragestellung oder um es verkürzt in politischen Begriffen zu sagen, um den Spannungsbogen von Konservativen und Progressiven, von Kritik und Bestätigung. Diese doppelte Orientierung, dieses Infragestellen und Verordnen, dazu brauchen wir auch unser kulturelles Gedächtnis. Die Aufgabe, Denkmäler, Museen, Archive, Opern oder Theater als Nachlassverwalter des kulturellen Erbes zu sichern, darf aber nicht dazu führen, dass sie uns in ihrer Übermacht ersticken, dass sie die lebendige Kultur, die lebendigen Kulturschaffenden ersticken, wie das in Bayern zum Teil bereits der Fall ist. Darüber hinaus stellt sich für uns natürlich auch die Frage, ob diese Institutionen auf ewig so bleiben, wie sie sind. Denn bis heute merkt man ihnen ihre Herkunft aus der höfischen Kultur an und ihre feudale Repräsentations- und Legitimationsfunktion. Da gibt es einen ordentlichen Bedarf zur Demokratisierung. Wir sehen einen erheblichen Spielraum für demokratische Öffnung und Weiterentwicklung. Kultur hat viele Funktionen, aber ihre wirtschaftliche Bedeutung wurde bisher zu wenig beachtet. Da haben wir ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Die nackten Zahlen sprechen da deutliche Sprache. Aus öffentlichen Kassen fließen 8 Milliarden Euro in die Kulturförderung. Dazu kommen noch 8 Milliarden Rundfunkgebühren. Das sind 16 Milliarden. Aber die Kultur- und Kreativwirtschaft macht Umsätze von 132 Milliarden. Das sind die Verhältnisse, die wir endlich zur Kenntnis nehmen müssen. Kulturpolitik ist keine Wirtschaftspolitik, deshalb geht es nicht um die Ökonomisierung marktferner Bereiche. Aber wer versucht, mit Kultur Geld zu verdienen, der verdient unsere Unterstützung, damit er sich auf dem Markt behaupten kann. Und das wäre umso wichtiger, als die Kulturwirtschaft in Bayern ein überdurchschnittlich wichtiger Wirtschaftszweig ist. Die deutsche Kultur- und Kreativwirtschaft erzielt nach Angaben der Bundesregierung
eine Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden. In Bayern betrug sie 2009 13,6 Milliarden. Das heißt, ein gutes Fünftel der Bruttowertschöpfung wird in Bayern erwirtschaftet. Ein Fünftel der bundesweiten Wertschöpfung. Und bei den Beschäftigten ist es mehr als ein Viertel der Deutschen in der Kulturwirtschaft Beschäftigten, die in Bayern arbeiten. Diese Bedeutung hat dieser Wirtschaftszweig für unser Land. Das heißt, er hat eine extrem überdurchschnittliche Bedeutung, aber er weist gleichzeitig eine geringe Produktivität auf, eine deutlich geringere als in anderen Ländern. Das heißt, hier ist der Nachholbedarf groß, hier müssen wir endlich was tun, hier muss auch der Wirtschaftsminister und auch der Kulturminister diesen Bereich als Aufgabe endlich zur Kenntnis nehmen und was tun. Andere Wirtschaftsbereiche würden sich diese Ignoranz nicht bieten lassen. Und ich hoffe, dass auch die Kulturwirtschaften den beiden Ministern endlich auf die Füße steigen. Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich bemüht, heute nicht alles zu sagen, was ich weiß. War nicht leicht. Ja. Kunst und Kultur sind ja für eine Plenardebatte eher wenig geeignete Themen. Das Problem ist nur, dass die Staatsregierung, namentlich Sie, Herr Minister Heubisch, die Grundsatzdebatte an geeigneteren Orten bisher leider verweigern. Ich habe versucht, deutlich zu machen, warum wir diese Debatte endlich führen müssen, weil uns sonst die Kulturpolitik um die Ohren fliegt, weil der strukturell wachsende Finanzbedarf, wenn wir nicht endlich anfangen zu steuern, jeden Gestaltungsspielraum auffressen wird, weil es unsägliche Verteidigungskämpfe geben wird, die, wie sich heute schon abzeichnet, dann eben nicht nach kulturpolitischen Kriterien ausgetragen werden, sondern nach unsäglichen Kriterien. Deshalb fordern wir Grünen eine breite Diskussion mit den Kulturschaffenden, der Öffentlichkeit, im Parlament und in unseren Parteien. Und ich hoffe, dass wir in unserem gemeinsamen Ausschuss in diesem Jahr noch damit anfangen. Es geht um einen klassischen Prozess politischer Willensbildung, um Identität, um unsere Heimat, um unser Bayern.